Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, Verrat mit Folgen. Lässt Tobias Katrin fallen? Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten zeigt sich mal wieder, dass sich sehr persönliche Bindungen am Arbeitsplatz oft böse auf das Privatleben auswirken. Dass zwischen Nina und Katrin große Konflikte herrschen, war in den letzten Wochen kaum mehr unübersehen. Ursprünglicher Anlass ist ein Bauprojekt, das Nina und Carlos, Patrick Fernandes, dem spanischen Kunden Pedro Navarro, Alberto Ruano, verkaufen sollen. Die beiden haben eine zauberhafte Immobilie entdeckt, eine alte Papierfabrik, deren morbider Charme beide sofort begeistert. Doch Katrin beharrt darauf, dass das Objekt den finanziellen Rahmen sprengt. Außerdem findet sie, dass Nina und Carlos bei der Auswahl der alten Fabrik für den Kunden ihre Kompetenzen überschritten haben. Unmissverständlich macht sie klar, wer bei W&L das Sagen hat. Besonders Carlos ist extrem genervt von Katrins Chefgehabe und macht Nina einen Vorschlag, warum nicht die Firma verlassen und sich gemeinsam selbstständig machen? Nina zeigt sich gegenüber Katrin, Jo, Wolfgang Baro und W&L vorerst loyal, bis sie Katrins ständiges Nörgeln satt hat. Schließlich ist Nina bereit, mit Carlos in die Selbstständigkeit zu gehen. Doch ihre Kündigung bei W&L geht voll nach hinten los. Der Streit mit Katrin wird schnell persönlich und die beiden Freundinnen schmettern sich Sachen an den Kopf, die eine Zusammenarbeit unmöglich machen, wie es bei RTL heißt.